Ja, und jetzt geht's weiter mit einer weiteren Runde. Und mal gucken, was wir diesmal zeichnen. Aber wir stellen mal hier was um. Und zwar die Moderation aus. Wer auch immer, dann halt prüfe die Interaktion, bevor sie gezeigt werden. Wer macht das? Also ich habe es jetzt nicht gesehen, wer das macht, dann halt dann so. Also. Na gut. Eigentlich dachte ich, dass ich das prüfen könnte, aber dann halt nicht. 7 Züge oder was sollen wir machen? Oder alle? Sollen wir mal alle machen? Dann machen wir mal alle. Dann machen wir mal alle, was auch immer alle ist. Dann sehen wir mal, was alle ist. Dann halt, ne? Vielleicht ist dann alle nicht so, dass man mehrfach seine Sachen macht, dann also. Dass jeder nur einmal drankommt oder sowas. Habt ihr ein bestimmtes Thema, was dann sein soll? Wie wäre es denn mit Filme Mit Filme, oder Serien? Film Serien, ist nicht schlecht. Filme und Serien, ja okay. Filme und Serien, ja warum eigentlich nicht? Aber dann einzelne oder also generell Filme und Serien auch zusammen, also nur Filme und Serien aufschreiben, dann halt dann irgendwie sowas. Ja. Okay. Ich mache mal Zeit unendlich, was auch immer das ist. Die Option dynamisch löst die Uhr nur dann aus, wenn die meisten Spieler auf fertig gedrückt haben. Was ist denn unendlich? Wenn alle fertig sind, dann halt, ne? Das ist wahrscheinlich unendlich, oder? Dann mache ich mal unendlich. Dann haben wir keinen Zeitdruck und dann gucken wir mal, was passiert. Also Filme und Serien jetzt, oder? Genau, Filme und Serien. Oh, wir müssen das ja auch noch zeichnen dann halt dann da so. Das wird ja lustig. Das wird ja lustig. Mal gucken, was für eine Sache ich dann halt so zeichne. Ja. Ja, die Serie kenne ich nicht oder von Hören sagen. Ja. Wie zeichne ich die denn halt dann da so? Da kommt bestimmt keiner drauf. Ich weiß nicht, der hat ja. Worum geht's denn in der Serie dann halt dann so? Das ist aber echt. Habt ihr denn bessere Serien, die ihr mögt oder so? Also die ihr zeichnen könnt oder so? Seid ihr mit euren, mit das, was ihr bekommen habt, zufrieden? Ich ja überhaupt nicht. Ich finde meins gut. Ich habe was Leichtes bekommen. Ja, Auch sehr toll. das ist ja sehr schön. Ich jetzt finde ich jetzt nicht so leicht, dann halt dann so. Mache ich mal sowas hier? Ich weiß nicht, ob das hier da wirklich. Nee, ich glaube, ich mache das mal weiter runter, dann halt dann so. Ich weiß, das ist das, ich kenne die Serie eigentlich auch gar nicht, dann halt. Das ist ja auch mein Problem. Ich kenne sie eigentlich gar nicht. Und weiß nicht, ob das wirklich, was ich jetzt hier so zeichne, Sinn macht. Oder nicht bei der Serie, dann halt dann so. Vielleicht macht Sinn, vielleicht macht nicht Sinn. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, aber ihr wolltet es so. Ah, nee, das nicht. Ich glaube, niemand wird diese Serie erkennen, was ich jetzt hier zeichne. Wenn ihr die erkennt, dann seid ihr echt Pros. Aber so ungefähr könnte das doch vielleicht erkennbar sein. Ach so, schreiben kann man hier nicht, ne? Nein. Naja, also es wird keiner erkennen, was das hier ist. Wobei ich kann hier auch noch einen kleineren nehmen. Ihr wartet wahrscheinlich nur auf mich dann halt, ne? Also ich bin auch noch am Zeichnen. Ach so.
Ich glaube, so ungefähr müsste das doch sein, ne? Ich glaube, so müsste es vielleicht sein. Ich bin mal fertig. Mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass. Also, vielleicht habe ich jetzt auch die Handlung der Serie total verdreht, weil ich, wie gesagt, ich kenne sie nicht. Also nur von Hörensagen. Ich bin gespannt, was du bekommen hast. Ja. Und ich bin gespannt, ob ich sie so richtig ungefähr getroffen habe. Wir können ja mal darüber reden, was darin passiert. Also was ich gehört habe, das passiert, ob das wirklich dann das ist, was passiert oder so. Ja. Wer ist denn noch am Zeichnen von euch? Ich bin noch am Zeichnen. Ich Achso. auch. Ich auch. Ach, ihr seid noch alle am Zeichnen. Ja, dann hätte ich mich ja nicht dann so beeilen müssen, wobei. Tja. Ja, was machen wir denn dann noch? Dann also, wir können ja nicht über Serien reden, weil. Wobei, vielleicht doch. Warte mal. Gab es denn eine oder gibt es denn eine Lieblingsserie, die ihr mal geschaut habt oder noch schaut? Oder die ihr zurzeit habt oder die ihr gut fandet oder sowas? Heißt ja nicht, dass man die zeichnet. Also, habt ihr irgendwelche Lieblingsserien? Also, ich habe keine spezielle Lieblingsserie, weil bei mir ändert sich das persönlich immer, aber zurzeit schaue ich The Walking Dead. Also. Ich weiß jetzt nicht, ob du das kennst oder so. Wie sieht es denn mit euch aus? Ja. Walking Death. Worum geht's denn da in The Walking Death? Also, das kommt mir auch irgendwie bekannt vor, aber das ist ein Zombie-Film oder sowas, ne? Das heißt, wenn gleich dieses dann also kommt, dann zeichne ich einfach Zombies dann halt, dann so also irgendwie sowas dann halt. Okay. Ja, aber mehr als Zombies oder Apokalypse oder irgendwie sowas dann halt, dann so also passiert da nicht oder passiert da noch mehr? Das ist es so ziemlich, denke ich. Ja. Also ich habe mal früher ganz gerne Raumschiff Enterprise und so geguckt. Das haben wir als Kind geguckt. Zurzeit gucke ich eigentlich keine Serien, ich gucke mehr YouTube. Es gibt eigentlich nur noch eine Serie, die ich regelmäßig mit meiner Freundin schaue. Und das ist In aller Freundschaft. So eine Art Serie, die dann da kommt. Ah. Was? Wie schreibt man denn das dann da so? Das wird ja das hier sein, ne? Was ist denn mit dir, Kartoffelkind? Ha? Also, so Lieblingsfilmereihe, so Star Wars? Star Wars ist ein schöner Film. Also, Star Wars gefällt mir auch. Also, da habe ich sogar, glaube ich, auch alle gesehen. Jetzt die neuesten, die ja teilweise auf Disney oder sowas kommen, die kenne ich jetzt nicht, auch nicht den neuesten Film. Aber doch, Star Wars ist auch etwas, was man durchaus gucken kann und halt dann da so. Ja. Ein Film hatten wir auch mal im Kino in 3D gesehen, Star Wars. Muss noch jemand beschreiben, was er sieht? Ja. Das wird aber lang. Oder bist du noch an Rätseln, was du da gerade siehst? Ja. Bin am Rätseln. Schreib doch irgendwas, was du meinst, was es sein könnte, dann halt dann da Okay. so. Vielleicht hast du ja das bekommen, was ich gesagt hätte, dass jemand zeichnen soll. Weil da bin ich auch gespannt, wie man das zeichnet. Also wenn man weiß, was gezeichnet wurde, dann wird man es vielleicht erkennen. Aber wenn man jetzt nicht weiß, was gezeichnet werden sollte, das wird man vielleicht nicht erkennen. Was? Okay. 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 Ja, okay, meinetwegen. Diese Serie kenne ich auch nicht, aber ich kenne den Hauptdarsteller, davon habe ich schon mal was gehört. Und dann denke ich mal, dass das irgendwie so. So irgendwas Seh die dann. zu. Was ist denn Ja. deine Lieblingsserie oder Film?
Schwierig. Ich würde ja sagen, ich bin ein sehr großer Sailor Moon-Fan. Sailor Moon? Ah. Ja. Habe ich auch nie geschaut, weil wir das früher gar nicht hatten. Wir hatten früher kein Privatfernsehen. Wir hatten nur erste, zweite, dritte und sowas dann halt. Insofern kenne ich Sailor Moon gar nicht. Aber ich hatte mal irgendwo mitgeguckt und ja, ist eine Anime-Serie, ne? Ja. Ja, wobei, wenn das jetzt gleich kommen sollte, wenn jetzt irgendjemand Sailor Moon geschrieben hat, ich wüsste nicht, was ich zeichnen sollte. Also ich hätte jetzt keine Ahnung, was ich dann da so zeichnen sollte, dann also bei Sailor Moon nicht. Ich weiß es eh nicht. Also hätte ich jetzt keine Ahnung. Ist ja so eine Frau. Ist ja so eine Frau mit langen Haaren oder irgendwie das dann halt, ne? Wenn ich das richtig dann da so mitbekommen habe. Ja. Ja, Soll ich noch mehr da zeichnen, was ich meine, dass es noch dabei sein könnte? Also, ich kenne ein Spiel, wo es um dieses geht, dann halt, dann da so. Und da Ach gibt es, echt? ja, ich meine, also, das, was ich jetzt hier so zeichnen soll, das kenne ich eher als Spiel. Dass es davon einen Film gibt, weiß ich nicht, wusste ich nicht. Ah nee, alles, was ich hier zeichnen würde, würde nur meine Zeichnenkünste noch schlechter machen dann halt dann. Also ich lasse es mal so. Wird keiner erkennen, wenn er nicht weiß, was das dann so ist. Wobei, ich frage mich, irgendjemand muss ja vor mir das schon mal gezeichnet haben. Da bin ich mal gespannt, was er gezeichnet hat. Also, ich habe total was Schlechtes gezeichnet, aber ich bin mal gespannt, wer was davor gezeichnet hat. Vor allen Dingen den Film dann halt dann so. Also. Naja, mal gucken. Mal gucken, was dann da so bei rauskommt. Ja, also in aller Freundschaft gucke ich hier regelmäßig dann halt dann. Also, das ist eine Serie, die ich gucke bei den Filmen. Teilweise gucke ich bei Amazon so Filme dann halt. Da bin ich eher Science-Fiction-Fan. Also, was für Genres mögt ihr dann da so? Ich finde Science Fiction auch ganz gut, aber ich bin auch eher so Dramatyp, also für Dramen. Drama. Immer. Titanic? Ja. Okay. Hast du Titanic geschaut? Ja, vor ein paar Jahren irgendwann mal. Und, wie fandest du es? Ja, es war ein guter Film, fand ich, aber er ist ein bisschen lang. Ja. Sehr lang. Ja, meine Freundin hat gesagt, als sie Kind war, hat sie. Oder, nee, war das jetzt meine Freundin? Nee. Nee, jemand anders war das, glaube ich, nicht meine Freundin. Vor kurzem habe ich mit jemandem geredet und der meinte bei Titanic dann halt, ja, als Kind wollte sie, dass das alles schnell endet und meinte dann so, können die nicht mal endlich sterben? Ich fand das alles sehr lang hingezogen dann also. Fand ich jetzt aber gar nicht. Ich habe den mit meiner Freundin zusammen geschaut. Und meine Freundin hat den schon öfters geguckt, dann glaube ich, dann halt dann so. Also. Die hat den auch, glaube ich, irgendwie auf Kassette oder auf DVD oder sowas dann halt. Und ist ein Titanic-Fan dann halt dann also. Also auch von dem Schiff generell, was da so passiert ist und sowas dann halt. Ist noch jemand am Zeichnen? Ja, aber ich bin gleich fertig. Okay. Ja, aber Titanic. Ja, ich habe es geschaut, aber also ich bin eher auf Fantasy und Science Fiction und sowas dann halt dann. Also, das finde ich eher gut. Ja, Ja, okay. dann gucken wir mal. Ja. Okay. Okay, dann Was gucken wir mal, was wir jetzt so gezeichnet haben. Dann halt dann so. Start. Alf. Kennt ihr Alf? Alf? Ja, Ja, klar. klar. Ja, gut gezeichnet. Besser hätte ich es auch Oh noch machen, nicht machen können. je. Lecker, okay. Ja, dann gucken wir mal, was jetzt dann da kommt. Breaking Bad.
Was ist denn das dann da so? Also ich dachte, es geht da um irgendwelche Drogen oder sowas, ne? Arztfilm oder so. Also, ja, da wären wir ja in einer Freundschaft, ne? Aber was passiert denn jetzt bei Breaking Bad? Also Ja, was ist... da geht's ja um einen normalen, so einen normalen Typen, Ja. der verdient sehr wenig und dann wird er mit Krebs diagnostiziert. Und dann baut er sich so ein Drogenimperium auf. Ja, und ich dachte halt hier mit der Spritze dann halt irgendwie Drogen und so. Also ich wusste nur, dass es irgendwas mit Drogen zu tun hat und dass da Leute sterben oder irgendwie was dann halt dann da so. Und da dachte ich hier, Spritze. Ja, was hattet ihr denn da gezeichnet bei Breaking Bad? Was hattet ihr da gezeichnet? Also. Vermutlich so den Hauptcharakter, aber dazu muss man natürlich auch die Serie geguckt haben. Achso, ja, okay. Na gut. Star Wars, das habe ich auch erkannt. Das habe ich auch erkannt. Ja, genau, das habe ich auch bekommen. Dieses Bild und das, da waren wir gerade an Reden über Star Wars. Okay. Ihr spielt immer in dieser einen Szene dann da so in da rein dann halt. Na gut. Und was war da noch? Was ist das, Donkey Kong Abenteuer? Was ist das für ein Film? Das Okay. ist die Donkey Kong TV-Serie aus den frühen 2000ern. Okay. Ja, das ist mein Donkey Kong. Da sieht man ja ganz deutlich, dass das Donkey Kong ist, ne? Ja. Gut, dass das keiner erraten musste, dann hat dann das so. Ach ja. Also, ich dachte noch eventuell Prinzessin, weil ich kenne Donkey Kong nur als Spiel, dann halt dann so. Das war doch irgendwie so ein Spiel, wo man über Fässer springen musste oder sowas dann halt, ne? Ja, genau. Ja. Na gut, ja, das waren die Filme, die wir dann da so hatten. Das war jetzt die Filmrunde. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Schaffen wir noch eine Runde? Ah ja, eine Runde schaffen wir noch. Aber das in der nächsten Folge dann halt dann so. Und ich wünsche euch jetzt noch Gottes Segen. Wollt ihr noch die Leute verabschieden? Bis zur Wiedersehen. nächsten Folge. Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Gibt es irgendwie eine Serie, die zum Schluss irgendwas Besonderes sagt oder sowas dann halt? Ne, nee, wir machen Cliffhanger oder irgendwas dann halt. Ne? Lindenstraße oder sowas. Ne? Naja, bis zur nächsten Serie. Mal gucken, worüber wir dann da. Bis zur nächsten Folge. Mal gucken, worüber wir dann reden. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Oder benutzt seine Suche. Und in der Bibel steht schon, wer suchet, der findet. Aber es wäre doch besser, wenn man beim Finden oder beim Suchen auch noch einen Baum oder zwei Bäume oder drei Bäume pflanzen könnte. Und das geht mit Ecosia. Wenn du zum Suchen Ecosia benutzt, dann benutzt du eigentlich Bing. Mit dem Unterschied, dass du noch zusätzlich beim Suchen Bäume pflanzt. Also, wenn du Bing benutzt, solltest du auf jeden Fall Ecosia benutzen. Und weil Ecosia Bing benutzt, gibt es da sogar ChatGPT. Zwar nicht die Kaufversion, aber die Bing-Version. Ecosia ist ein deutsches Unternehmen und zahlt Steuern. Und das gar nicht mal so wenig. Und mit diesen Steuern pflanzt du nicht nur Bäume, nein, du bezahlst auch unsere Straßen, unsere Schulen und alles andere, was mit unseren Steuern finanziert wird. Das heißt, mit Suchen unterstützt du sogar unseren Staat. Außerdem betreibst du mit Ecosia auch noch Entwicklungshilfe. Denn es werden auch Bäume in Entwicklungsländern gepflanzt. Und diese Leute, die das dann pflanzen, die werden dafür bezahlt, haben dann einen Job und können dann davon leben. Ecosia versucht sogar, die Bäume so auszuwählen, dass die Bäume für die Menschen nachhaltig sind. Das heißt, dass sie wirklich Früchte bringen und dass man davon leben kann. Es gibt eigentlich so gut wie gar keinen Grund, nicht Ecosia zu benutzen. Ja, du benutzt nicht Google und wenn du zurzeit Google benutzt, dann ist es eine andere Suchmaschine, aber die Ergebnisse sind ähnlich. Ich habe zu Ecosia gewechselt und das solltest du auch tun. Und übrigens, ich finde, Ecosia sollte nicht so viel Geld in Marketing reinstecken, das tun sie nämlich auch, um bekannter zu werden.
Aber weil ich gerne möchte, dass sie dieses Geld eher in Bäumenpflanzen investiere, mache ich diese Werbung jetzt hier kostenlos für Ecosia. Das heißt, diese Werbung soll helfen, dass noch mehr Bäume gepflanzt werden und nicht, dass dieses Geld in Marketing investiert werden muss. Und das soll dir nochmal zeigen, dass ich überzeugt von Ecosia bin und hoffe, dass du das jetzt auch bist und jetzt Ecosia benutzt.